Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Rollenspielfreunde, hier zurück auf Gorgon in The Outer Worlds. Wir sind jetzt hier, naja, in Wallys Playground, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich schaue gerade eben mal, was hier alles noch rumliegt. Die Leute werfen mir tatsächlich Munition weg. Erst jetzt haben wir es anscheinend geschafft, mal so richtig den... Da sind wir runtergekommen, besser gesagt. Und wir sind allerdings nicht hier, sondern wir waren direkt abgebogen. Ja, okay, dann gucken wir uns mal hier ganz kurz den Laden nochmal an, jetzt wo wir gerade eben ohnehin hier sind. Vielleicht finden wir ja nochmal irgendetwas Interessantes. Spannendes, was zum Spielen. Naja, hoffentlich keine Schokolade. Das wäre hier jetzt äußerst ekelig. Was ist denn das? Hello. Left hands, Cap. Ungeziefer 2. Das ist aber eine ziemlich starke Pistole. Deswegen schaue ich mir doch glatt mal an. Das könnte tatsächlich Parvati interessieren. 429. Yes, please. Ja, Laufmagazin, Visier. Interessantes Teil. Okay, aber ansonsten ist hier nichts mehr. Voilà. Und hier scheint noch irgendein Trash zu sein. Oh Gott, das kann man laut sagen. Warum? Warum haben die hier Trash? Wenn das, also ich meine, warum baut man ein Trash-Gebäude in einer Müllhalde, in dem dann noch mehr Müll rumliegt? Muss man das verstehen? Ich hoffe nicht. Da ist echt noch ein Klavier, das noch funktioniert. Wahnsinn. Ich weiß, dass da gerade was lag. Ich will gerade eben bloß vorher noch die anderen Sachen hier einsammeln. Mamma mia. Okay, das hier ist alles jetzt hier schon durchsucht. Da ist nichts mehr zu holen. Jetzt gibt's dann halt noch... Oh, ein Armreif gab's hier noch. Das da! Abfallbewältigungsprotokoll. Tag 1. Erster Tag im neuen Job. Ich kann's gar nicht fassen. Ich bin so glücklich, hier zu sein. Was für eine plötzliche und absolute Überraschung, zum leitenden Abfallbewältigungsverantwortlichen befördert zu werden. Wäre nur schön, wenn noch jemand hier wäre, der mich einweisen könnte. Aber der ist wohl letzte Woche in den Abfallschacht gefallen. Ich habe mir notiert, das besser tunlichst zu vermeiden. Nachvollziehbar, meine Damen und Herren. Ich will mir als erstes alle verfügbaren Unterlagen zum Abfallkompaktor. Der Abfallkompaktor, also wir nennen ihn jetzt Wally, durchlesen. Wenn Spacer's Choice der Meinung ist, dass ich ein einfacher Chemiker für solche erhabenen Aufgaben geeignet bin, dann werde ich mein Bestes geben, sie nicht zu enttäuschen. Leider ist die Bedienungsanleitung für den Wally voller Blutflecken, was das Lesen etwas erschwert. Vielleicht haben sie sich gedacht, wir brauchen vielleicht doch jemanden mit höherer Bildung, damit der sich nicht damit umbringt oder so. Aber kleiner Tipp, Naturwissenschaftler neigen manchmal dazu, Dinge zu tun, die andere nicht tun würden, die dann wiederum dazu führen, also auszuprobieren, die dann vielleicht dann doch wieder zu Unfällen neigen könnten. Ich spreche aus Erfahrung. Tag 3. Der Kompaktor hat heute seltsame Geräusche von sich gegeben. Ich dachte zuerst, es gäbe ein Problem mit der Kompressionskammer. Also habe ich den Großteil des Nachmittags damit verbracht, eine Lösung in der Bedienungsanleitung zu finden. Wie sich herausstellen sollte, ist ein Spratt in den Trichter gefallen. Tag 5. Die Notfallabschaltung funktioniert nicht. Super! Können die Blutflecken erklären. Tag 8. Meine Arme bringen mich um. Und mein Rücken. Und mal sehen. Ja, meine Schultern auch. Eigentlich tut mir so gut wie alles weh. Ich dachte, es würde irgendwann einfacher werden. Körperliche Arbeit ist mein Körper wohl noch nicht gewöhnt. Ich ziehe ernsthaft in Erwägung, eine Mini-Dosis Adrenatime zu mir zu nehmen. Vielleicht, wenn sie endlich noch ein paar von den Macken ausgebügelt haben. Vorausgesetzt, die Idioten im Chemlabor könnten endlich mal lange genug mit dem Streiten aufhören, um ihre Arbeit nachzugehen. Tag 19. Was mache ich hier überhaupt? Ich bin Chemiker. Gesetzverdammt, ich habe doch keine Ahnung, wie der Mist hier funktioniert. Ich bin schon froh, dass ich noch beide Arme habe. Nicht, dass hier jemand jemals vorbeischauen würde, der es bemerken könnte. Tag 33. Oh Gott, der war echt lange hier. Keine Ahnung, warum ich das Protokoll überhaupt noch schreibe. Das liest sowieso keiner. Niemand hat die Intention, es je zu lesen und ich muss alles per Hand aufschreiben. Wenn es ihnen nicht völlig Fischsticks wäre, was ist das für ein Begriff? Fischsticks. Würde sie mir ein Datenlog geben? Das ist doch Spratzscheiße.
Ich habe so das Gefühl, ihr kannte der Übersetzer die Übersetzung dafür nicht im Englischen und hat aus irgendeinem Grund das dann quasi für einen Spruch aus dieser Welt gehalten, nehme ich mal an. Weil das kenne ich jetzt auch nicht und das macht jetzt hier einfach in dem Kontext keinen Sinn, aber egal. Tag 52. Heute habe ich die Leiche eines Plünderers kompaktiert. Zu einem kleinen Fleischwürfelchen. Ich wollte einfach wissen, wie das aussieht. Jetzt wird er morbide neugierig. Ich hätte mich davor ekeln sollen, aber als ich das Endergebnis bewundern konnte, fühlte ich gar nichts in mir. Oh mein Gott. Tag 76. Muss ich die Maschine eigentlich irgendwie warten? Vielleicht. Mit Öl schmieren oder sowas. Tag 100. Ein echter Meilenstein. Okay. Weil es halt Tag 100 war. Tag 101. Habe ein neues Spiel erfunden. Spratz in den Trichter des Kompaktors werfen. Für die Lebendigen habe ich mir zusätzlich Punkte gegeben. Was ist nur aus mir geworden? Oh Gott, der degeneriert hardcore. Tag 140. Ich frage mich, was wohl passieren würde, wenn ich einen Mantisschwarm durch den Trichterschacht jagen würde. Wie mag der wohl aussehen, nachdem er zu einem winzigen Würfel gepresst wurde? Gute Frage. Tag 183. Habe eine Nachricht aus der Mine bekommen, dass ich mich um irgendeinen Frachtzugunfall kümmern soll. Musste den ganzen Weg da rauslaufen, nur um zu sagen, dass ich mit Flüssigkeit nichts am Hut habe, diese Trottel. 211. Okay. Keine Ahnung, was da passiert ist mit Flüssigkeiten, aber auch egal. Wahrscheinlich wurde jemand einfach so zermatscht, dass es nur noch Flüssigkeiten waren. Tiefer kann man wohl kaum sinken an Tag 211. Ich habe die gefährlichsten Abfälle rausgepickt, die ich finden konnte, und sammle das Zeug jetzt, um die Wohnung von Clarence zu verunstalten. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, welches Zimmer ihm gehört. Oh Gott, er will ihm echt jetzt Sondermüll in die Wohnung stellen, wie mies. Tag 231. Was wäre, wenn ich einfach reinspringen würde? Beim Gesetz, das wäre schmerzhaft. Allein die Vorstellung, wie die Maschine meinen Körper langsam und schmerzhaft zerstampfen würde. Körpersäfte, Fleisch, Knochenstücke, alles zu Brei vermischt. Tag 269. Die Bergarbeiter wollen immer noch, dass ich mich um den kleinen Arbeitsunfall kümmere. Als wenn ich hier draußen nicht bereits im Müll ertrinken würde. Am Boden vor dem Steuerhaus sind Körperflüssigkeiten. Diese Körperflüssigkeiten, die durch das Pressen organischer Materie austreten, sind Nebenprodukte. Tag 275. Scheiß auf dieses Protokoll. Scheiß auf alles. Sol. Keine Ahnung, was er damit meint. Sol ist aber eigentlich die Sonne. Tell me about the production of Adrenatime, Dr. Ambrose. I hear Compound X is a unique challenge to work with. It's temperamental. It must be refined under tightly controlled circumstances at tremendously low temperatures. Do you compound it with anything else? Tell me more about your refining process. Our audience is conversant in the sciences, very detail-oriented, so don't be afraid to get technical. Last time I met you, you spoke like a groundbreaker Bildersprat. Why the sudden airs and such specific questions? Does your minder know what you're up to? Does he suspect you're a spy? Pardon me. Tja, die Georgie Nguyen hat da anscheinend gerade eben ein Interview geführt, das anscheinend der Olivia nicht so gefallen hat. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Also im Grunde bin ich ja hier eigentlich durch aus dem Teil, ne? Es geht hier eigentlich nur noch wieder hoch. Forschungsstation? Müllhalde. Aber in die Forschungsstation komme ich ja nicht rein von der Seite aus. Das haben wir ja schon festgestellt. Also muss ich von einer anderen Seite rein. Also fahren wir jetzt wieder hoch. Ne? Da sind wir uns hoffentlich einig. Schnellreise, Chemlabor, Außenbereich. Nee, warte mal. Forschungsstation? Bin gerade eben ein bisschen verwirrt. Ich gehe noch mal ganz, ganz kurz hier das alles ab. Es ist ja jetzt nicht so mega weit. So, also die Forschungsstation müsste jetzt direkt vor mir sein. Also das ist das da oben. Da waren wir ja. Da haben wir ja. Haben wir da den Dingens gefunden? Nee, ich war, glaube ich, hier hinten noch nicht. Kann das sein? War ich noch nicht. Hier war ich definitiv noch nicht.
Okay. Wer auch immer da gerade den Schaden bekommt, das ist nicht gut. Meine Fresse. Ja, ich weiß, dass ich verletzt bin. Mir durchaus aufgefallen. Mal nachladen, ey. Wow! Okay, also die sind sehr viel gefährlicher, als ich gedacht habe. Heiligs Blechle. Okay. Da muss ich vielleicht jetzt doch nochmal ein bisschen anders vorgehen. Also das hier müssen wir uns jetzt halt nochmal anhören. Tell me about the production of Adrena Time, Dr. Ambrose. I hear Compound X is a unique challenge to work with. It's temperamental. It must be refined under tightly controlled circumstances at tremendously low temperatures. Do you compound it with anything else? Tell me more about your refining process. Our audience is conversant in the sciences, very detail-oriented, so don't be afraid to get technical. Last time I met you, you spoke like a groundbreaker Bildersprat. Why the sudden airs and such specific questions? Does your minder know what you're up to? Does he suspect you're a spy? Okay, jetzt geht's los. Ich glaube, ich nutze das erste Mal jetzt in Slow Motion, ey. Eieieiei. Ich glaube, ich hau mal besser ab. Boah, der Kleine ist jetzt endlich down, ey. Oh oh. Aua. Hui. Boah. Meine Fresse. Ja, du schreist die ganze Zeit rum, aber du kämpfst nicht. Ey. Das ist voll ätzend. Der ist auch irgendwie buggy jetzt, kann es sein. Boah! Mein Gott! Eieieiei! Also der Megatroglumiasma, der war schon ein bisschen härter. Was ist denn das? Wurfballkarte. Aha, aha. Spannend. Also die sind so hart, ey, die hauen uns echt aus den Latschen, ey, die Viecher. Wir waren definitiv hier noch nicht, sonst wären die nämlich nicht mehr da gewesen. Okay, dann schauen wir jetzt mal hier alles durch. Könnt ihr hier hat. Oh, 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 oh. Ist immer noch lustig, dass ihr einfach nur so ein Inhalator mir das Leben rettet. Ah! Ah! Uns tatsächlich aufmachen. Hoppala! Wo ist eigentlich jetzt Ellie? Ah, da ist er. Also ich weiß nicht, warum Parvati nicht mitkämpft. Habe ich bei der irgendwas Falsches eingestellt? Ich glaube, ich habe bei Parvati vielleicht eingestellt, dass sie passiv sein soll, oder? Modus defensiv, aggressiv. Nee, passiv ist sie nicht eingestellt. Ellie? Ellie ist aggressiv eingestellt. Okay, also das Defensiv scheint darauf hinauszulaufen, dass sie überhaupt nichts mehr gemacht hat. Das war natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung. Das erklärt es jetzt tatsächlich. Dass die Einstellungen falsch sind, weil passiv würde es erklären, aber nicht defensiv. Uiuiui. Das ist der Herbert. Alles klar. Alles klar. Stehen die da in der Säure rum, ey. Also wir haben es hier gerade eben auf jeden Fall den Herbert hier gefunden. Das war der, der Herbert war doch der Sekretär. Von dem Boss hier.
große Frage letzten Endes, was hier vielleicht noch zu finden ist. Aber warum sind die alle hier? Sind die alle am Ende bekloppt geworden? Der Eindruck verstärkt sich. Okay. Damit haben wir das jetzt hier auf jeden Fall auch analysiert. Und gefunden. Euch endlich. Dankeschön. Ja, und da oben, da kommen wir nicht rein. Also wir gehen wieder zum Aufzug zurück. Was für eine ekelhafte Zone hier. Geibel. Frag mich jetzt echt, was mit dem Chemiker geworden ist, der da ja jetzt unfreiwillig zuständig war, ne, für den ganzen Schrott da, für den ganzen Müllpresse. Hm. Ich kann auch tatsächlich mal Parvatis und Groß auch Skills mal benutzen, ne, XCV und so weiter und so fort, die Ultis. Wäre in der Situation vielleicht mal nicht schlecht gewesen. Okay, wir sind jetzt wieder draußen. Der Weg führt uns eigentlich dahin. Wie kommt man dahin? Große Fragen stehen uns bevor. Also so oder so, ich denke, es macht am meisten Sinn, wenn ich jetzt erstmal... diesen Transporter habe ich noch gar nicht untersucht, by the way. Kann man eigentlich auch mal machen. Jetzt mal einfach nur dran vorbeigelaufen. Ist da noch irgendwas drin? Nein. Auch nix. Wäre cool, wenn der offen wäre. Ja, wirklich viel ist da ja nicht gewesen. Wenn ich dahin. Da geht's anscheinend irgendwie wieder hoch. Da unten, was ist das? Canyon-Bereich. Ich gehe mal hoch. Ich glaube, dass die Brücke mir da mehr weiterhilft. Bin ich doch irgendwie neugierig geworden. Sorry, aber ich bin neugierig geworden in dem Moment hier. Ah, es gibt halt Orte zum Looten, ne? Bitmodule, die wir jetzt nicht unbedingt so mega krass brauchen. Okay. Zack. Na also, der ist down. Nee, der ist betäubt. So, der hat jetzt hinter sich. Da merkt man halt dann doch, dass die Ultis dann doch ein bisschen was wert sind, ne? Okay, was ist das jetzt hier? Da irgendwelche Plünderer? Oh. Ordentlich daneben geschossen mit dem Scharfschützengewehr. Hm. Das hier für ein Ort. Er ist halt irgendwie noch nicht verzeichnet. Sieht aber dann doch irgendwie wichtig genug aus. Hier gibt es wieder was zum Verkaufen. Also hier liegt echt schon eine Menge Zeug rum. Das muss man schon mal sagen, ey. Hm. Ja, aber ich durfte trotzdem auch kein Problem mit dem Gewicht haben. Hm. Hör doch da noch irgendwas. Oder ist das nur das komische Säuregeblubber? Da hinten laufen Leute rum. Also was auch immer das da ist, man scheint nicht rein zu können. Wobei, ich gucke es mal an. Das scheint auf jeden Fall einen Weg nach oben zu führen. Komm, wenn wir jetzt ohnehin schon hier sind, dann können wir uns das auch mal im Detail anschauen, ne?
andere Seite, habe ich so den Eindruck. Ein aufpolierter Powerhelm. Kommt man da hoch? Ich meine, es muss doch hier irgendwo einen Aufgang geben. Scheinbar nicht. Es gibt da oben Wege zum Laufen, aber keinen Weg nach oben. Vielleicht ganz da drüben. Vielleicht müssen wir einfach in diese Richtung gehen. Wir probieren es einfach aus. Und wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Es scheint nicht zu gehen. Sei denn, da oben ist nochmal eine Höhle, durch die man irgendwie durch kann von der anderen Seite. Das könnte der Gedankengang sein hier. Ja, die Mädels gehen jetzt aber da ganz, ganz gerne nah ran, habe ich das Gefühl. Boah, sind die schnell. Noch einer. Jetzt wohl eher nicht mehr. Oder wenn ich mit ihm fertig bin. Würde ich gerade sagen, wenn Ellie mit ihm fertig ist, aber dann hab's am Ende dann doch noch ich gemacht. Schön getankt, Ellie. Also ich finde jede Menge geiles Zeug, aber leider sehr wenig Möglichkeiten, das umzubauen. Was ist denn das hier, ein Sicherheitsprotokoll? Protokolle Ermittlung im Fall von Weber geschlossen. Infolge einer weiteren Befragung wurde jeglicher Verdacht gegen Frieda Weber entkräftigt. Es ist keine weitere Ermittlung erforderlich. Darüber hinaus sind jegliche zukünftige Anschuldigungen in Bezug auf Weber an N. Olsen weiterzuleiten, die sich der Angelegenheit persönlich angenommen hat. Sonstige Vermerkung des Tages. Chemlabor aufgrund eines verdächtigen Geräusches kontaktiert. Die Hälfte eines 1-Testsubjekts aus einem Abflussrohr entfernt. Änderung Schlüsselprotokoll. Neues Protokoll im Umgang mit verlorenen Schlüsselkarten. Verlust unter Vermerk von Datum, Uhrzeit und Kartenbesitzer protokollieren, ehe eine neue Schlüsselkarte in dieses Terminal gedruckt werden kann. Das neue Protokoll sollte verhindern, dass Olsen Carter schon wieder eine neue Schlüsselkarte drucken muss. Passwort reiß dich zusammen, Carter. Super. Dann haben wir noch Gorgon Sicherheitsprotokoll-Terminal. Eine weitere Sache hier. Habe einen Hinweis zu Frieda Webers möglicher Beteiligung an einem konzernwidrigen Aktivität erhalten. Mutmaßlicher Vertrieb des Testprodukts. Habe Weber an ihrem Wohnort befragt. Weitere Ermittlungen erforderlich. Das ist, glaube ich, ein bisschen älter, oder? Sonstige Vermerke des Tages. 2 Kisten GOG Brew aus Terra 2 eingezogen. Lieferungs-ID 204i. Flaschen enthielten subversive Propaganda. Also wahrscheinlich etwas Falsches zum Trinken, was nicht so bei Spacer's Choice produziert wird. Habe Propagandanachrichten umgehend vernichtet. Ja, wohl leer getrunken, ne? COG Brew wurde für den Weitertransport an die Cafeteria des Büros für kreative Inkubation freigegeben. Die haben vielleicht ein Glück. Stammverzeichnis, neue Schlüsselkarte drucken. Hacken über... Ah, warte mal, Schlüsselkarte sind ausschließlich für Gorgon und Sicherheitspersonal vorbehalten. Bla bla. Passwort reiß ich zusammen, Karte. Hätte es aber auch hacken können. Ja, das hätte ein paar XP gegeben. Habe ich jetzt hier die Karte automatisch bekommen? Nehmen mal an. Okay, diese Karte werde ich wohl noch brauchen. Auch wenn ich momentan noch nicht weiß, für was. Auch nochmal eine Brücke. Da rein. Mit der Sicherheitskarte komme ich da rein. Cool. Hier gibt es aber einige Sachen jetzt. Okay. Da war jetzt nichts mega krass. Ein Schwungrad. Ein kleines Metallgerät, das Rotationsenergie speichert. Das ist sicherlich noch wichtig. Ein
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht wichtig ist. Schmugglerware aufheben. Was ist denn Schmugglerware jetzt? Schmugglerware ist eine Pistole. Eine Level 26 Pistole. Pavati, was sagst du denn zu der Knarre? Sagst, die ist besser als deine. Ja, dann nimm sie. Ellie könnte echt eine bessere Nahkampfwaffe gebrauchen, wie ich gerade sehe. Komm, Ellie. Nimm mal hier das Teil. Warte eben nur, ob... Oh, warte mal, der Plasmaschneidender Titan. Nehmen wir vielleicht doch den hier lieber für sie. Okay. Das hier ist nochmal ein Fahrstuhl. Den rauf und runter. Ah, hier, okay. Also man kann tatsächlich auch rauf und runter an diesen Orten hier, wenn man die Fahrstühle findet. Und wieder die Schlüsselkarte einzutreten. Nice. Das ist wieder ein PC, mit dem man nichts machen kann. Oh, was ist das? Brief von Frieda Weber. Wachtmeister Olsen, ich möchte nochmal auf unser Gespräch gestern eingehen. Wir können daraus entweder eine richtige Schlammschlacht machen oder uns still und heimlich einigen, wovon wir beide profitieren würden. Aha. Ich werde Folgendes tun. Anbei befindet sich der Schlüssel, in dem sich ein Tresor hinter einer Wandplatte in meinem Zimmer aufschließen lässt, in welchem ich auf keinen Fall einen Vorrat an der Adrena Time aufbewahre, den irgend so ein Hüllkopf dort vermutet. Vielleicht geht von meinem Vorrat, der, ich betone es erneut, nicht existiert, hin und wieder eine kleine Menge verloren. Das kommt vor. Als ob das kein Geständnis wäre. Ey, das ist so dumm, wie die das schreiben. Egal. Es gibt eine Menge davon und wer kann schon sagen, dass ich die Dosen sorgfältig zähle? Ich bekomme ständig neue Lieferungen. Also eigentlich nicht, ne? Schon fällt hier die Maske, ne? Meine absolute legalen Geschäfte, die nicht mit Adrena Time zu tun haben, sind ein wertvoller Dienst für meine Kunden, die immens von einem Produkt profitieren, das sonst im Sumpf der Bürokratie gegen Belanglosigkeiten wie Testphase und Sicherheitsbedenken untergehen würde. Sollte ich meinen Geschäften wie gehabt weiter nachgehen können, ist der Schlüssel in kompetenten Händen sicherlich gut aufgehoben. Ich glaube, somit sollten sich alle weiteren Reibereien zwischen uns und in Zukunft vermeiden lassen, nicht wahr? Mit freundlichen Grüßen, Frieda Weber. Boah, die gehen aber hier voll ab in Korruption. Es gibt also hinter einer Wandplatte... Die Wandplatte hier ist... anscheinend irgendetwas, was man hier machen kann. Hinter ihrer Wandplatte... Warte mal, ist das... Nee, warte mal. In einem Tresor hinter ihrer Wandplatte... Ist das ihr Haus? Das Frieda Webers Haus? Oder ist das jetzt das Olsen-Haus? Das sieht man halt leider nicht. Also hinter einer Wandplatte bei Frieda Weber. Also ich glaube, es ist, dann ist das hier das Olsen-Haus. Würde ich jetzt momentan einfach vermuten. Dann ist das Weberhaus. Vermutlich das hier. Aber dann muss ich eine Wandplatte irgendwie irgendwo wegbekommen. Nee, das kann's ja nicht sein. Warte mal, wo wohnt diese Frieda Weber nochmal? Sicherheitsprotokolle? Mal die Vertrieb, bla bla. Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht ist es auch das da unten. Aber wie soll ich da jetzt... Ich meine, es müsste ja irgendwie eine Möglichkeit geben, da irgendwie irgendwo dahinter zu kommen. Hinter einer Wandplatte. Das müsste auch an einem Ort sein, an dem man halt auch tatsächlich rankommt.
Also es müsste etwas sein, wo eine Wand ist, an der man von außen keine Wand sieht. Also ein versteckter Raum sozusagen, ihr wisst, was ich meine, ne? Sehe ich aber gerade eben nirgendwo irgendwas. Jetzt aber auf Dauer auch zu blöd, ne? Also, wegen Adrenatei mache ich jetzt hier keinen Zwergenaufstand. Definitiv nicht. Gehen wir mal darüber. Gucken mal, wo wir da landen. Waren wir nicht hier sogar schon mal? Kann es sein, dass wir jetzt hier sogar richtig sind? Ne, hier ist wieder der Weg hoch. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommen soll momentan. Einen Weg geben, da hochzukommen. Da hoch. Und von da aus, darüber haben wir ja schon festgestellt, da ist ja hier alles dicht. Können wir ja hier sogar sehen, glaube ich. Mal schauen. Naja, da ist alles dicht, da gibt es keinen Weg rein. Muss also einen anderen Weg dahin geben. Ich weiß bloß nicht, welcher das ist. Also wir sind jetzt de facto wieder quasi am Ausgangspunkt. Und das Ding hier ist verriegelt. Wert. Wäre halt cool zu wissen, wie man da hochkommt. Ich meine, das Ding hier sieht immer noch mega einladend aus, ne? Keine Frage. Das sieht so aus, als ob man da irgendwie hochkäme. Speichere gerade eben mal nochmal, nicht, dass ich hier wieder runterfalle. Dass man da doch irgendwie hochspringen muss. Lol. Nein, es geht nicht. Seht ihr das? Haha, ihr gemeinen Entwickler, ey. Ihr kleinen fiesen Fieslinge. Boah, die haben das Ding durchgängig gemacht. Oh, Manno. Er will einer wie ich jetzt hier clever kreativ sein und dann darf er es nicht. Ja. Geht es auch nochmal in diese Richtung. Kann und will einfach nicht akzeptieren, dass es da keinen Weg hoch gibt. Aber ich glaube, es gibt einfach keinen. Zumindest nicht von der Seite aus. Sind wieder irgendwelche dummen Viecher. Nee, von hier aus gibt es keinen Weg. Na gut, dann gehen wir halt einfach jetzt hier wieder in diese Richtung. Da leider auch keine Shortcuts oder sowas, die ich benutzen kann, ne? Könnte es auch hier runtergehen und dann da hoch. Das ist jetzt der Plan. Wir biegen jetzt hier links ab nach unten und dann werden wir erstmal den Weg unten ablaufen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute, ne? Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.